Nürnbergs Trainer Willi Entenmann vor seinem wichtigsten Saisonspiel. Saarbrücken in Weiß stand als Absteiger bereits fest, übte sich dennoch als Spielverderber. Juri Savicev traf zum 1:0 für den 1. FC Saarbrücken, sorgte auf diese Art und Weise für Nürnberger Entsetzen. 2 Minuten später war es Oldie Reinhold Hintermeier, der Dieter Eckstein anspielte. Eckstein lief, schoss und traf zum wichtigen Ausgleichstor. Erst im Entsetzen folgte die Erleichterung. 35. Minute, Freistoß Nürnberg, ausgeführt und vollendet von Reinhold Hintermeier. Zur Erleichterung gesellte sich Selbstvertrauen. 1 Minute vor der Halbzeitpause wurde aus dem Spielverderber Saarbrücken eine regelrechte Stimmungskanone. Christels Eigentor unglücklich, aber hilfreich für den Club. Nach der Pause das Tor, das alles besiegelte. Thomas Brunners Kopfball entschied das Fernduell. Nürnberg blieb drin, Bochum abgestiegen. Emotionen der Sieger und der Besiegten. Der 1. FC Nürnberg, Wattenscheid 09 und Dynamo Dresden bekommen nächste Saison die Chance, alles besser zu machen. Der Tabellen-16. VfL Bochum holte 18 der 26 Punkte in der Rückrunde. Dennoch erster Abstieg nach 22 Jahren Bundesliga. Mit Bayer Uerdingen verabschiedete sich ein Neuling aus der Liga. Bleibt abzuwarten, wie es nach Etatkürzungen in der zweiten Liga weitergeht. Auch der zweite Aufsteiger Saarbrücken muss direkt wieder dahin, wo er herkam.